Sie sind gekommen? Vom Himmel? Der Anführer hat gesagt, dass jemand kommen würde. Es hat lange gedauert. Aber er hat noch immer Macht. Einige haben den Glauben verloren. Die Jäger. Sie haben ihren Stern mit Sicherheit gesehen. Sie werden nicht zulassen, dass sie ihm helfen. Wovon reden Sie da? Das ergibt keinen Sinn. Ich weiß nicht mehr, wie man das ausdrückt. Er ist unser Anführer und wir dienen ihm, damit wir nach Hause können. Aber manche wollen ihn bekämpfen. Sie wurden verstoßen. Er hat sie verstoßen. Deshalb jagen sie seine Maschinen und alle, die ihm helfen. Sie glauben nicht, dass Rettung... Vorsicht! Jäger, Sie werden erst aufhören, wenn der Anführer nicht mehr ist. Umlegen, Handlanger des Lügners! Er wird nicht entkommen! Feinde! Alter, das sind nicht mal Feinde, wenn sie richtige Waffen hätten. Sie sind durch meine Schilde durch. Alter, wie viel sind das? Neuraler Verfall. Die waren völlig wild. Mein Vater würde so etwas niemals zulassen. Hier stimmt etwas überhaupt nicht. Sie haben sie getötet, aber jeden Tag kommen mehr von ihnen. Sie wollen kämpfen, aber ich will nur nach Hause. Wir haben hier den Verstand verloren. Wir müssen jemanden finden, der das alles erklären kann. Aber Hauptsache noch Money. Das ist die Frage, wie viel waren denn da an Schiff? Ein paar hundert? Was ist das da? Komplett ausgeschlachtet. Die Tech gibt langsam den Geist auf. Die Jäger setzen ihn wirklich unter Druck. Ist das eine Ansiedlung? Hoffentlich freundlicher als die Gruppe am Strand. Ich brauche Antworten. Das sind nur Frauen. Sie sind ganz klar friedlich. Tragen aber die gleichen Uniformfetzen wie die, die uns angegriffen haben. Es gibt hier keine Männer. Vielleicht reagieren die Geschlechter unterschiedlich darauf. Und nur die Männer werden gewalttätig. Möglich. Aber die Frau am Strand sagte, die Verstoßenen seien als Jäger zurückgekommen. Das klären wir später. Einer von diesen Leuten muss doch wissen, was mein Vater mit all dem zu tun hat. Sie haben sein Gesicht! Er hat versprochen, den Himmel anzurufen, aber der schickt uns nichts! Er hat uns zum Essen gezwungen und damit zum Verfall. Und Sie tragen den Fluch seines Gesichts. Keine sehr angenehme Reaktion auf die Familienähnlichkeit, Jacob. Warum sollte mein Vater seine Crew dazu zwingen, giftige Nahrung zu essen? Was immer hier vorgeht, es muss aufhören. Möchtest du das Medizinkit ausräumen? Er hat ein grausames Gesicht. Dieses grausame Gesicht. Ich kann nicht mit Ihnen sprechen. Ich... will nicht bestraft werden. Gehen Sie weg. Sie sind genau wie er. Sie werden uns hier festhalten. Ihr Captain verlangt Gehorsam. Waffen sind verboten. Solche Patrouillen sind gegen diesen Haufen ein wenig überdimensioniert. Er muss Gründe dafür gehabt haben. Vielleicht hat er sich nur verteidigt. Ja, deswegen schicke ich die Max auf die andere Seite der Insel, ha? Bitte, hierher. Sie könnten es beenden. Sie haben sein Gesicht, aber sie kämpfen gegen seine Maschinen. Sie könnten das alles beenden. Ich habe vergessen, wie man liest, aber das war der Anfang. Was er versprochen hat und was sie mit uns gemacht haben. Wir brauchen den Himmel. Bringen Sie uns zurück zum Himmel. Jacob, was steht da drin? Es ist ein Logbuch der Crew. Manche von ihnen waren der Ansicht, dass die Reparatur des Signals zu lange dauerte. Sie hatten Angst, die Vorräte könnten ihnen ausgehen und sie würden wegen des Verfalls den Verstand verlieren. Mein Vater hat die Vorräte des Schiffes für sich und die Offiziere rationiert, damit sie nicht befallen werden. Alle anderen mussten die giftige Nahrung essen und konnten nur auf spätere medizinische Hilfe hoffen. Der Rest ist eine Liste der Toten.
Einige wenige haben wegen der Entscheidung gemeutert. Mein Vater und die Offiziere haben die Mechs auf sie gehetzt. Der Sender war nach etwa einem Jahr repariert, also hat der Plan offensichtlich funktioniert. Warum kein Signal? Das waren nicht die letzten Einträge in dieser Liste. Es folgen weitere Vorfälle und drakonische Strafen. Als wären die Leute Vieh oder Spielzeug. Nach einem Jahr waren alle männlichen Crewmitglieder entweder verstoßen oder tot. Die Frauen wurden abgesondert und den Offizieren als Haustiere zugesprochen. What? Und nachdem der Sender repariert war, gab es auch unter den Offizieren Todesfälle. Nachdem. Mein Vater übernahm die Kontrolle und hat das Ganze nicht beendet. Steht etwas darüber da, ob man die Effekte der giftigen Nahrung behandeln kann? Nein, aber es sieht mir nach der richtigen Entscheidung aus. Denn wenn jeder darunter leidet, wer soll dann den Sender reparieren? Und dann käme keiner mehr hier weg. Aber sie haben ihn repariert. Und das Signal wurde erst jetzt gesendet. Langsam durchschaue ich die Hintergründe. Steht da, warum Männer und Frauen getrennt wurden? Oder ist es so schlimm, wie es aussieht? Nein, es wird dann immer unzusammenhängender. Möglicherweise sind die Männer schon früh gewalttätig geworden. Aber so wie es hier aussieht, ist das mit den Jägern noch nicht sehr lange aktuell. Für das, was er hier zugelassen hat, Shepard, fällt mir keine Rechtfertigung ein. Wir haben keinen der anderen Offiziere gesehen. Hat er sie umgebracht? Nach dem Absturz waren noch 5 von ihnen übrig. Mediziner, Ingenieure, welche von der Brücke. Also war es eigentlich kein Problem, den Sender zu reparieren und die Sicherheit der Crew zu gewährleisten. Etwa einen Monat nach der Reparatur des Senders sind alle innerhalb von einer Woche gestorben. Haben Sie eine Erklärung dafür? Immerhin ist er Ihr Vater. Ist er das? Nichts von all dem passt zu ihm. Höchstens noch die anfängliche Entscheidung. Aber der Rest? Deutlicher kann Machtmissbrauch nicht mehr sein. Ich muss diesen Mann finden. Scharf machen. Ist ja nicht so, als ob ich das einfach zamballern könnte. Weglaufen. Bleibt ruhig da stehen, ja. Natürlich hat es die Miranda erwischt, weil sie zu dumm zum Weglaufen sind. Die alte Leiche wurde bewusst so aufgestellt, vermutlich als Warnung. Die Neuen wurden einfach da liegen gelassen, wo sie umgefallen sind. Die Jäger haben angefangen zurückzuschlagen. Feinde! Vorsicht! Nachdem die Crew gewalttätig wurde, habe ich die Verteidigung automatisiert. Sie gab es immer noch nicht. Er hatte immer eine Wahl. Es ist ein bisschen spät, jetzt seinen Opfern die Schuld dafür zu geben. Oh. Was war jetzt los? Lass mich mal die schwere Pistole scannen, Penner. Oh, da hinten ist noch einer. Das ist die schwere Pistole jetzt gewesen. Alter, nochmal einer. Ah, da. Das wohl ist. Stimmt, kein Lolli. Voll im Ziel. Was war denn das jetzt, ey? Ich musste sie beschäftigt halten, sie ablenken, aber es wird immer gefährlicher. Zum Glück sind sie jetzt hier. Er hatte seinen Spaß und jetzt will er weg. Es hat Jahre gedauert, meine Waffen auszubilden, aber ich
fürchte, um mich zu retten, werden sie sie bekämpfen müssen. Der labert echt einen zusammenhanglosen Bullshit. Einfach so verheizen. Dieses Ding ist nicht mein Vater. Ärger voraus! Wache nach Gehirnwäsche. Das hat wehgetan. Warte, ist das eine von uns gewesen? Nee. Oh oh. Oh, da gibt's sogar noch. Ah, bleibt doch mal locker jetzt mit eurem Scheiß. Komm hier rüber. Schluss und tot. Schluss jetzt mit den Spielereien. Ich muss meinem Vater in die Augen sehen. Ich will hören, wie er das alles hier rechtfertigt. Schlechter Tag. Oder schlechte 10 Jahre. Ronald Taylor. Sie sind hier. Ich wusste, dass eine ordentliche Truppe es problemlos schaffen würde. Tut mir leid, dass die Mechs ihre Panzerung ein bisschen in Unordnung gebracht haben. Ich besorge Ihnen was Hübsches, wenn wir wieder im Gebiet der Allianz sind. Ich erwarte nicht unbeträchtliche Gehaltsnachzahlungen. Was ist mit Ihrer Crew? Amtierender Captain. Total Verlust. Die giftige Nahrung hat sie alle durchdrehen lassen. Sie haben mich bei einer Art Ritual hier aufgestellt. Es war die Hölle, auf eine Chance zu warten, endlich ein Signal absetzen zu können. Was Besseres fällt Ihnen nicht ein? Lassen Sie immer zu, dass Ihre Leute Widerworte geben? Ach, wer sind Sie überhaupt? Commander Shepard von der Normandy. Mr. Taylor kennen Sie ja vermutlich schon. Taylor? Jacob? Nein, nicht Jacob. Warum nicht? Was hier 10 Jahre lang abgelaufen ist, würde auf niemanden in der ganzen Galaxie anders wirken. Du musst verstehen, das bin nicht ich. Die Erfordernisse eines Führungspostens verändern dich. Und ich war dafür noch nicht bereit. Ich habe dafür gesorgt, dass du alles Nötige weißt, bevor ich wegging. Ich hatte gehofft, damit wäre es erledigt. Mit mir kann man wirklich reden, Captain. Aber 10 Jahre? Was ist geschehen? Verdammt nochmal! Warum hast du das deiner Crew angetan? Es gab Widerstand gegen den Plan. Eine Meuterei. Wir mussten hart durchgreifen, um Ordnung zu halten. Und die Dinge haben sich wieder beruhigt. Als der Verfall losging, haben wir dafür gesorgt, dass die Crew es bequem hatte. Manche schienen sogar zufrieden zu sein als vorher. Unwissenheit ist ein Segen, richtig? Und sie waren dankbar dafür, dass sie geführt wurden. Es war wie ein Instinkt. Mit totaler Autorität war es einfach. Zunächst. Nach einigen Monaten senkte der Effekt alle Hemmschwellen. Sie wollten ein Revier. Rang und Vorschriften bedeuteten ihnen nichts mehr. Wir mussten ein Herrschaftssystem etablieren. Nach einer Weile war anscheinend alles wieder normal. Ist das alles? Du hast einen Harem geschaffen und König gespielt? Und 10 Jahre lang in einer Pubertätsfantasie gelebt? Ich weiß nicht mehr, an welchem Punkt plötzlich alles schief ging. Aber als das Signal bereit war, schien es mir keine gute Idee mehr zu sein, die Vorfälle publik zu machen. Was ist mit den anderen Offizieren geschehen? Anders hat sein Gewissen etwas zu spät entdeckt und konnte nicht mehr zurück. Er hatte einen Unfall. Die Lage wurde heikel. Am Ende war ich nun mal der mit den Mechs. Die Exempel, die ich statuiert habe, waren ein wenig radikal, aber als ich alles wieder beruhigt hatte, war ich freundlich zu meinen Leuten. Ich hatte mir ein wenig Frieden verdient. Du bist mit deinen Leuten umgesprungen, als wären sie Spielsachen. Gegenstände. Die Vorräte vom Schiff konnten nicht ewig reichen. Sie mussten wissen, dass es eines Tages vorbei sein würde. Wenn man alleine ist, halten die Vorräte länger.
Außerdem gibt es unangenehmere Aussichten für den Ruhestand, als die Kleider auszuziehen und sich den Sabberen anzuschließen. Das war natürlich, bevor die Jäger auftauchten. Dumm oder nicht, ich würde es merken, wenn sie mich in die Finger bekämen. Sie wollen Blut. Und ich würde meins lieber behalten. Alles ist nur deine Schuld. Einfach alles. Hatten Sie kein Verantwortungsgefühl? Wollten Sie nicht um Ihre Familie willen von hier weg? Ich habe ihm einen guten Start ermöglicht. Er war ein kluges Kind. Und es war besser für ihn, mir nicht zu folgen. Das hatten wir herausgefunden, lange bevor ich Aufträge im Weltraum annahm. Und nachdem die Lage hier eskalierte, schien es mir das Beste zu sein, ganz von der galaktischen Sternenkarte zu verschwinden. Bis du jemanden gebraucht hast, der deinen Arsch rettet. Ich werde das keinesfalls durchgehen lassen, Taylor. Sie werden dafür bezahlen. Wie viel wird er zahlen? Wie viel sind alle diese Leben wert? Wer will das ausrechnen? Sein Leben ist es nicht mal wert, dass man deshalb den Finger im Abzug krumm macht. Ich weiß nicht, wer du bist. Der Vater, den ich kannte, bist du jedenfalls nicht. Wir bringen ihn vor ein Allianzgericht. Für jedes Jahr hier wird er 10 bekommen, in denen er über alles nachdenken kann. Er wird alle Zeit der Galaxie brauchen. Denn wer so etwas tut, hat keine Ahnung mehr von richtig und falsch. Tut mir leid, Jacob. Ich habe mein Bestes getan. Vor 10 Jahren hätte ich das noch geglaubt. Alter. Die Überlebenden von AER werden von Allianzpersonal mit Unterstützung durch Cerberus behandelt. Zum Glück scheint Taylor die Erfahrung physisch gut verarbeitet zu haben. Jacob Taylor hat mit seinem Vater abgeschlossen und kann sich nun voll auf die Mission konzentrieren. Barriere. Neues Outfit für Jacob. Er zeugt ein Schild, das große Mengen Ding schlucken kann. Alter. Allianzschiffe sind auf dem Weg hierher, um Captain Taylor und seine Crew abzuholen, Commander. Bis sie ankommen, sind wir längst weg. Sie sollen nicht mal unsere Rücklichter sehen. Wird gemacht. Was soll das heißen? Sie waren es nicht? Jacob, wenn ich die Information über die Gernsback hätte durchsickern lassen, würde ich angesichts ihrer Lösung der Situation jetzt lächeln. Ich lächle aber nicht. Nichts passiert auf diesem Schiff, meinem Schiff, ohne einen Bericht darüber an Sie. Ich hatte genauso wenig Veranlassung zu glauben, dass Jacobs Vater noch lebt wie er selbst. Aber es freut mich zu erfahren, dass Sie die Situation gemeistert haben. Also schön. Sie waren es nicht. Wer dann? Ich war's. Das passt. Wer sonst hat Zugriff auf die Kanäle von Cerberus? Es war nicht mal geheim oder so, nur seltsam. Es gab mal eine Zeit, als das für sie von Bedeutung war. Die Information loszuschicken war wie das Einlösen eines alten Versprechens. Und ich halte meine Versprechen. Miranda, wir besprechen Ihre liberale Auslegung des Sicherheitsprotokolls unter 4 Augen. Shepard? Jacob? Ist alles in Ordnung, Jacob? Alles unwichtig, Shepard. Captain Taylor kann auch im Knast verrotten. Es ändert nichts daran, wer ich bin oder was ich weiß. Den Mann, der er einmal war, habe ich längst betrauert. Vermutlich war er als Vater gut genug. Denn nicht mal er kann ruinieren, was er mir früher mal beigebracht hat. Sie hatten keine Ahnung, dass Miranda dahinter steckte? Nein. Sie hat ein gutes Gedächtnis. Selektiv, aber gut. Ich hatte an diese Zeit schon ewig nicht mehr gedacht. Trotzdem weiß ich nicht, was für ein Versprechen sie meinte. Ich will es eigentlich auch gar nicht wissen. Sie verdient einen besseren Mann als mich. Kommen Sie, wir haben noch einiges zu tun. Zu Befehl, Commander. Shepard, danke für die Hilfe. Jederzeit, Jacob. Und den haben wir jetzt. Morden und Grunt. Können wir beide auf demselben Planeten abmachen. Warte mal, wir können noch mal kurz die... Danke für den Abstecher zur Gernsback, Shepard. Ich weiß es zu schätzen, dass ich die Sache in Ordnung bringen konnte. Und keine Sorge, es hat keinen Einfluss auf meine Arbeit. Es ist vorbei. Ich bin daran interessiert, Sie besser kennenzulernen. So schnell?
Ich bekomme solche Gespräche ungern aufgezwischt, Commander. Ach, immer diese Aussage. Es ist immer so, wie wenn ich jetzt... Ich möchte sie besser kennenlernen. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Oh, Shepard traurig. Was mache ich jetzt? War da ein Portal? Ne, war keins, ne? Ah, da steht ein Massenportal. Ja, wenn man lesen kann, ist man klein im Vorteil, ne? Enoch. Noch? Okay, der war nicht gut. Ja, wann waren meine Witze schon mal gut? Feuergänger-Gessüberfall, das hat man Ilium Liara. Alter, was wir noch alles haben? Verdammter Käse. Nein, ich will mich in die andere Richtung. Nee, komm ich nicht. Irgendwie geht er bloß in die Richtung, wenn ich mich drehe. Wenn ich in die andere Richtung drehe, macht er das nicht. Hm. Wahrscheinlich kotzen jetzt alle. Tuchanka! Bombardierungsgrad, radioaktiver Schutt, die Atmung erschweren Aschen, Salzebene und starke basische Meere auf Tuchanka gedeiht fast nichts. Vor Jahrtausenden war das anders. Da gab es unter dem Licht des F-Klasse-Sterns Aralak, ein Wort des Rai-Klans, das Auge des Zorns bedeutet Leben und Hülle in Fülle. Baumähnliche Pflanzen gediehen in dichten Urwäldern, ihre Wurzeln entsprangen seichten, schlammigen Meeren. Wurde in einer evolutionären Hexenjagd Leben von Leben vernichtet. Organer entdeckten die Atomspaltung und schon bald daraufhin ging ihre Welt im nuklearen Feuer unter. Eine kleine Eiszeit mit nuklearem Winter tötete dann auch noch die letzten Pflanzen. In den letzten Jahrhunderten sind viele Kroganer auf ihre Heimatwelt zurückgekehrt. Durch das reduzierte Rückstrahlvermögen des Planeten ist die Temperatur global gestiegen. Entschuldigung. War ein bisschen gehen. Um die Hitze erträglich zu halten, wurde im Lager Lagrange.L1 eine gewaltige Plane angebracht. Sie wird vom der Ratsmission zur Durchsetzung der Militarisierung instand gehalten. Es RM Besucher von Tuchanka landen auf eigenes Risiko, übernimmt die Rettungsaktion für Bürger, die in kriegerischen Clan-Auseinandersetzungen geraten. Keine Rettungen. Hinweise für Reisende, die Ökologie auf Tuchanka ist tödlich, nahezu jede heimische Spezies zeigt Raubtierverhalten, selbst die verbliebene Vegetation frisst Fleisch. Population 2,1 Milliarden. Oh mein Gott, er kann jetzt... Eigentlich sind alle bloß orange, ne? So, jetzt wenigstens was ab. Nehmen wir Morden mit und den Grunt? Machen wir erst was mit Morden? Nehmen wir mal einen Grunt und Itali mit. Nehmen wir Grunt und Itali mit? Nehmen wir Grunt und Itali mit. Oh. Jetzt hab ich's weggeklickt. Ah, egal. Bloodpack anwerben. Wenn Sie Arbeit suchen, sind Sie auf dem falschen Dampfer. Das Bloodpack. Halt stehen bleiben, Alien. Sind Sie Shepard von der Normandy? Ja. Der Clanführer will mit Ihnen sprechen. Halten Sie Ihr brünftiges Haustier an der kurzen Leine. Wenn er das Ritual nicht bald durchläuft, sollten Sie ihn loswerden. Wissen Sie, was mit ihm nicht stimmt? Was er braucht? Mit ihm ist alles in Ordnung. Reden Sie einfach mit dem Clanführer. Okay. Eines Tages kommen wir von diesem Felsbrocken runter und zeigen den Turianern, wer der Boss ist. Verdammt richtig. Schälen in die Schuppen ab und werfen sie bei lebendigem Leib in Pijax zum Fraß vor. Ha! Ha! Die Chiffrierung der Berichte des Erdnard-Clans ist simpel. Beim Commander der Kundschafter ist von einem gefangenen Salarianer die Rede. Außerdem konnte ich keine hiesigen medizinischen Unterlagen einsehen. Ich schlage vor, den Clanführer um Hilfe bei Grunts Problem zu bitten. Was war denn das jetzt? Ist ja nicht gerade irgendwas verschwunden? Tuchanka mit Grunt reden. Das soll die großartige Heimatwelt der Kroganer sein.
Das Land von Kredak, Shiaga und Viol? Dieser Felsbrocken ist es ja kaum wert, dass man darauf steht. Hätte nie gedacht, dass ich den Tank mal vermisse. Grubenkampf wird an. Weiß-blau, roter Donner. Wow, 250 Credits. Vorsicht, Mensch. Commander der Kundschafter. Was wollen Sie, Mensch? Rex hat gesagt, ich soll höflich sein. Aber er hat nicht gesagt, dass Sie mich ansprechen würden. Wir reden später weiter. Okay, der ist auf jeden Fall unser Kontakt für den Salarianer. Mechaniker. Sehe ich aus, als hätte ich Zeit für einen Plausch? Ich muss arbeiten. Die Idioten haben dieses Tonka ohne Ansaugstutzen aus einem Gefecht zurückgebracht. Er wurde ihnen angeblich im Feld weggeschossen. Verraten Sie mir mal, wie ein Tonka ohne Ansaugstutzen laufen soll. Irgendeine Idee, wo ich einen Ansaugstutzen herkriege? Ich kann natürlich einen herstellen, wenn Sie mir 3 Tage Zeit und ein Fass Rhönkohl geben. Der, den Sie verloren haben, liegt vermutlich noch irgendwo da draußen rum. Das Ding aufzusammeln und zurückzubringen ist wohl zu viel verlangt. Ich habe bei den Kroganern noch nie einen Mechaniker gesehen. Glauben Sie, wir entführen Quarianer und lassen Sie die harte Arbeit machen? Nein, das haben wir aufgegeben. Ich gehe raus ins Feld. Wenn ich einen Ansaugstutzen sehe, bringe ich ihn mit. Das würde mir einen Haufen Arbeit sparen. Vielleicht brächte es sogar mein sonniges Gemüt zurück. Ich gehe Ihnen mal aus dem Weg. Tun Sie mir bloß keinen Gefallen. Immer diese Ansaugstutzen. Die würden länger halten, wenn sie nicht in jeden Krater fallen würden. Was machen Sie denn hier drin? Vortag. Vortagsdatenbank. Sturmgewehrschaden. Schrotflintenschaden, schwere Pistolen, biotischer Schaden. Das sieht interessant aus. Wer sind Sie? Ich bin Fortek, oberster Forscher aller Wissenschaften für den Erdnot-Clan. Und ich habe keine Zeit für Ihre stümperhaften Fragen. Ich werde Ihre wertvolle Zeit nicht lange in Anspruch nehmen. Meine Arbeit ist in der Tat überaus wichtig, Mensch. Natürlich ist sie das. Ich bin sehr wissbegierig. Ich habe schon viel über die Genialität der kroganischen Wissenschaft gehört. Endlich versteht es mal jemand. Ich schwöre, ich bin hier mitten unter hirnlosen Pijacks. Tummle mich unter Wilden. Dabei bin ich der oberste Forscher. Sie arbeiten sicher an etwas ungemein Bedeutendem. Ich war dabei, die größte und beste Angriffswaffe aller Zeiten zu bauen. Der Planet hätte gebebt. Aber der neue Clanführer vergeudet meine Zeit mit banalen Forschungsaufträgen. Genmanipuliertes Getreide, medizinische Neuerungen. Das Zeug können wir doch von den Salarianern kaufen. Von den Salarianern? Den Entwicklern der Genophage? Na klar. Was sollten uns die Salarianer jetzt noch antun? Unfruchtbarer können wir nicht werden. Das heißt, Moment, vergessen Sie es. Sie sind wohl ein Wissenschaftler. Ich war mal ein Wissenschaftler. Ich habe Waffen entworfen. Heute verschwende ich meine Genialität an Banalitäten, an Dinge, die nicht explodieren. Mein Vorgänger meinte, dass niemand den wahren Wert meiner Arbeit begreifen würde. Schon als ich meine Klinge aus seiner Brust zog, wusste ich, dass er die Wahrheit gesagt hatte. Effektive Zusammenarbeit unter Forschern stelle ich mir aber anders vor. Mir egal, wie Sie sich das vorstellen. Für uns ist es wichtig, das Hergestellte auch zu benutzen, anstatt es nur herzustellen. Die Arbeit ist erst dann erfolgreich, wenn sie den Boden bereits zum Zittern gebracht hat. Viel Spaß bei Ihrer... Ja, gehen Sie weiter. Okay. Pichak. Warte. Warum habe ich jetzt den weggehauen? Ich bin gerade leicht schockiert, wenn ich... Geben Sie mir
einen Grund. Wie komme ich jetzt zum fucking Rex, zum Rex eigentlich? Schamane. Da oben? Oh ja. Podiumswache. Hey, Podium. Halt. Sie müssen warten, bis der Clanführer Sie zu sich ruft. Er hat gerade eine Besprechung. Sie wissen, was die Tradition verlangt. Der Erdnord-Clan muss reagieren. Ihre Reformen werden auf Widerstand stoßen. Sie riskieren es, zu einem kritischen Zeitpunkt schwach zu erscheinen. Reicht das? Entschuldigen Sie mich. Ich dachte... Shepard, mein Freund. Für einen Toten sehen Sie erstaunlich gut aus, Shepard. Ich hätte wissen müssen, dass das Nichts Sie nicht halten kann. Oh Gott, ich höre jetzt... Das ist die das ist der Sprecher von King of Queens, Alter, vom Dark. Dass Sie mir bei der Vernichtung von Saren und den Geth geholfen haben, hat sich anscheinend für Sie ausgezahlt. Zum Glück mussten wir uns auf Würmer nicht gegenseitig umbringen. Ha! Sie haben den Aufstieg von Erdnard erst möglich gemacht. Würmeier war der Wendepunkt für die Kroganer. Auch wenn nicht jeder glücklich darüber war. Die Zerstörung von Sarens Genophage-Heilmittel hat uns von seinem Einfluss befreit. Ich habe das dazu benutzt, die Clans unter Erdnard zu vereinen. Sie haben viele Traditionen verletzt, um ihren Willen durchzusetzen. Das ist gefährlich. Sie reden nur, wenn Sie gefragt werden, Uwenk. Ich führe Ihren Clan zu Ruhm und Ehre, ob ihm das nun passt oder nicht. Also, Shepard, was führt Sie hierher? Wie geht's der Normandy? Zerstört bei einem Überraschungsangriff der Kollektoren. Mich hat's dabei zerlegt. Dafür sehen Sie aber gut aus. Das sind eben die Vorteile eines redundanten Nervensystems. Naja, Menschen haben sowas nicht. Oh, dann war es bestimmt sehr schmerzhaft. Aber nun stehen Sie vor mir und haben ein starkes neues Schiff. Das erinnert mich an die alten Zeiten. Wir gegen das Unbekannte und mit großen Knarren haben wir es erlegt. Es waren gute Zeiten. Mir gefällt seine Name nicht. Seine Stimme irgendwie nicht. Die alte war halt viel aggressiver. Ich habe einen Kroganer in meiner Crew. Er hat so eine Art Krankheit, die behandelt werden muss. Woher kommen Sie, Junge? Wurde Ihr Clan ausgelöscht, bevor Sie erfahren konnten, was von Ihnen erwartet wird? Ich habe keinen Clan. Ich wurde von Warlord O'Kir in einem Tank gezüchtet. Destilliert aus einer Ahnenreihe von Kredak, Moro, Shiaga... Sie sprechen von Warlords und entstammen doch nur einer Injektionsspritze. Ich bin ein reiner Kroganer. Sie sollten Ehrfurcht zeigen. O'Kir ist ein sehr alter Name. Ein viel gehasster Name. Er ist tot. Natürlich. Sie gehören zu Shepard. Wie sollte er da noch am Leben sein? Ich brauche Grant voll einsatzfähig. Was ist los mit ihm? Gar nichts ist los mit ihm. Er wird lediglich ein vollwertiger Erwachsener. Ah, es ist also eine Pilgerreise? Mir ist egal, wie die Aliens das nennen. Kroganer durchlaufen den Initiationsritus. Das geht zu weit, Rex. Ihr Clan hat zwar das Sagen, aber dieses Ding da ist kein Kroganer. Idiot! Nun, Grant? Möchten Sie zu den Erdnöt gehören? Was ist für den Initiationsritus vonnöten? Dazu kann ich nichts sagen, Shepard. Das ist die Aufgabe des Schamanen. Sie lassen zu, dass ein im Tank gezüchteter Kroganer sich dem Erdnöt-Clan anschließt? Nur weil er bei Ihnen ist. Immerhin haben Sie und ich Tausende wie ihn getötet. Die waren nicht ganz so groß, aber es waren viele. Der Erdnöt-Clan ist stark und die anderen werden tun, was ich sage. Sie wissen, dass meine Vision Ihnen nur Vorteile bringt. Was passiert, wenn er den Initiationsritus nicht durchläuft? Wenn er hier bliebe, würde er getötet. Clanlose haben keine Daseinsberechtigung. Und für Tankzüchtungen gilt das umso mehr. Seine Anlagen bleiben die gleichen, Ritus oder nicht. Er ist eben einfach ein Kroganer.
Davon hat Okir im Tank nichts gesagt. Stimmt's? Es ist seine Entscheidung. Es ist in meinem Blut. Deshalb gibt es mich. Guter Junge, sprechen Sie mit dem Schaman. Er ist drüben auf der zweiten Ebene. Stellen Sie sich gut dar, dann wird er Sie auf den Pfad führen. Und Sie auch, Shepard. Wie oft haben Sie sich schon für Ihre Crew in Gefahr begeben, hm? Ja, wir sprechen später, was tun Sie hier? Salarian und Bloodpack. Ich suche einen Salarianer. Er wurde vom Bloodpack gefangen genommen und hierher gebracht. Mein Kundschafter-Commander kann Ihnen weiterhelfen. Er ist vermutlich in der Nähe und führt eine Zielübung durch. Beanspruchen Sie ihn nicht zu lange. Ich muss die anderen Clans unter ständiger Beobachtung halten. Klingt, als hätten Sie große Veränderungen für die Kroganer vor. Wir schaffen ein neutrales Gebiet, in dem alle Clans willkommen sind. Fruchtbare Frauen können von den Clans geteilt werden. Wir werden die Spezies als Ganzes stärken. So wie Sie es mir auf Wörmeyer gezeigt haben, Shepard. Wir retten nicht nur die Kroganer. Wir retten, was uns im Kern ausmacht. Wie gewährleisten Sie die Sicherheit, wenn so viele Clans an einem Ort versammelt sind? Jeder Clan, der bereit ist, Geiseln herzuschicken, darf kommen. Keine Kämpfe innerhalb des Lagers. Jeder Clan bestraft seine eigenen Verbrecher selbst. Wir schlichten Konflikte, bevor jemand stirbt. Dann folgt eine einfache Entscheidung. Entweder eine Strafe zahlen und die eigenen Probleme lösen, oder aber der Clan ist nicht länger willkommen. Ich hoffe, für Ihr Volk wendet sich alles zum Guten. Aber zurück zum Grund meines Hierseins. Wir erlauben nur selten Aliens, Geschäfte auf Tuchanga zu machen, aber Sie sind eine Ausnahme. Klingt, als hätten Sie... Für die Kroganer ist ein neuer Tag angebrochen. Was ist so wichtig daran, einzelne Clans zu bewahren? Jeder Clan hat seine eigenen Sitten. Initiationsriten, Verhaltensregeln, Kriegslieder. Alles einzigartig. Diese Vielfalt macht uns groß. Kein Clan, nicht einmal meiner, ist dafür geschaffen, alleine zu überleben. Was halten die Frauen des Erdnut-Clans von diesem Plan? Es war die Idee der Anführerin unseres Frauenclans. Das neutrale Gebiet ist sicher und bewegt andere Frauenclans dazu, sich mit uns zu verbünden. Angriffe auf Erdnuts gefährden jetzt die Frauen aller Clans. Selbst Clans, die mich gerne tot sehen würden, werden den Erdnut-Clan verteidigen. Da haben Sie sich einiges vorgenommen. Wie läuft's bis jetzt? Besser als befürchtet. Schlechter als erhofft. Einige Clans konnte ich dafür gewinnen. Aber zu viele haben sich völlig von uns losgesagt. Okay. Ich muss gehen. Wir passen Sie auf sich auf, Shepard. Tuchanka ist nicht so sicher und gemütlich wie Pharos und Ilos. Ilos, ja. Wir müssen zum Schaman. Wo zur Hölle war der Schamane nochmal? Karte. Ach, der ist da hast oben drin. Hast du diesen Bericht im Extranet gesehen? Dieser Müll filzt dir das Hirn voll. Du solltest lieber jagen oder irgendwas reparieren, wenn du nicht jagen kannst. Es war ein Sondervideo über die Citadel. Okay, mehr erzählt er scheinbar nicht. Ich reiß dich in Stücke! Du hast noch nicht mal den Mumm, es zu versuchen. Okay. Vorsitzender der Trockenlandpartei und ehemaliger Parlamentskandidat der Allianz hat sich der Steuerhinterziehung für schuldig bekannt. Er ist derzeit in Haft und erwartet sein Urteil. Keiner wird, das ist mir aber auch egal. Schamane. Nathors. Gehen Sie weg. Der Abgesandte der Frauenclans muss Aliens nicht zuhören. Sie überschreiten ihre Grenzen, Getatak Uwenk. Die Riten der Erdnuts gehen vor. Woher wissen wir, dass es überhaupt zum Kampf kommt? Er ist nicht natürlich. Die Bestien des Ritus ignorieren ihn vielleicht wie einen Klumpen Plastik. Sie erkennen Blut, egal aus welchem Schoß es kommt. Ihr Bellen hilft ihnen hier nicht weiter. Ich werde für mich selbst sprechen.
Ist das die Tankzüchtung? Sehr lebensecht. Hat sogar den richtigen Geruch. Ihre Proteste klingen hohl, Uweng. Erdnut Rax hat uns die Genehmigung erteilt, um den Clan-Status für Grunt zu bitten. Genehmigung? Das ist ausreichend, wenn auch ohne Kampfgeist. Wenn das hier so traditionell abläuft, dann beantrage ich eine Verweigerung. Mein Grunt steht gegen ihn. Er hat niemanden. Meine Geduld ist strapaziert, aber Uwengs Antrag ist berechtigt. Grunt, wo ist Ihr Grunt? Ihre Verbündeten, die in Ihrem Namen bereit sind zu töten und auch zu sterben. Wir stehen als Kameraden jederzeit an Grunts Seite. Kameraden sind zwar eigentlich nicht dasselbe, aber ich gestatte Ihnen als Aliens diese vereinfachte Interpretation. Aliens wissen gar nicht, was Stärke ist. Meine Anhänger sind echte Kroganer. Grunt ist eine einzige Lüge. Fuck, vielleicht hätte ich ihn wirklich punchen sollen. Was zum Teufel ist Ihr Problem? Was haben Sie gegen Grunt? Es ist egal, ob ihn einer von uns geschaffen hat. Er ist eine Fälschung. Er könnte ebenso gut die Genophage aus Fleisch und Blut sein. Die Genophage betrifft die Schwachen. Mein Blut wird uns stärker machen. Sie klingen wie Rex und bringen radikale Veränderungen, die unser Innerstes bedrohen. Wir sind schon zu weit gegangen. Es geht also um Politik. Sie treiben die gleichen Spielchen wie der Rat der Citadel. Kämpft Ihr Grunt auch nur mit Worten? Sie wagen es, mich derart zu beschimpfen? Beeindruckend. Sie haben sie mit Worten herausgefordert, ihrer natürlichen Waffe. Und jetzt sieht Ihr Grunt, wie Ihre Position schwächer wird, Uwenk. Schamane. Sie dürfen nicht zu seinen Gunsten entscheiden. Was wird aus der Kroganer-Tradition, wenn Sie den Ritus beschmutzen? Sie wagen es? Ich war ein Krieger, bevor Ihre Mutter geboren wurde. In meinen Worten liegt die Autorität von Jahrhunderten. Ich entscheide, wer würdig ist. Ende der Diskussion. Ich habe andere Methoden, um dagegen vorzugehen. Okay, wir müssen den Clanführer töten. Sie haben sie provoziert. Ein guter Grund für mich, sie sympathisch zu finden. Die sind jetzt ihr Problem. Brauchen wir eine besondere Ausrüstung? Um den Ritus zu beginnen, sind nur der Kandidat und sein Grunt vonnöten. Sie stehen doch auf Kampf, Shepard, nicht wahr? Auf das letzte Röcheln eines geschlagenen Gegners. Bringen Sie Ihre Kampfeslust mit zu Grunts Prüfung, dann wird er bestimmt erfolgreich sein. Wird dieser Kroganer sich zu einem Problem entwickeln? Einmischung ist ihm verboten. Wird er es trotzdem tun? Während des Initiationsritus müssen Sie auf alles gefasst sein, Shepard. Aus dem, was ich von Ihnen weiß, entnehme ich, dass Sie keine Enttäuschung sein werden. Wir haben lange genug gewartet. Erklären Sie uns den Ablauf. Immer diese Ungeduld, Shepard. Sie müssen nur wissen, dass Grunt geprüft wird und sich auf die Aufgabe einstellen muss. Wir sind bereit. Es kann losgehen. Großartig.